Hallo in diesem neuen Video. Es sind schon wieder Bootsarbeiten fällig. Und zwar große Projekte. Vince hat gerade hier Sika gekauft. Es ist unglaublich schwierig, hier Sika zu finden. Ja. Es gab jetzt einen Laden, ich war glaube ich wirklich bei allen. Und da haben wir jetzt 12 Tuben UV-beständiges schwarzes Sika. Super spezielle. Genau das, was wir brauchen. Ja. Weil diese Fensterfronten hier, da löst sich diese Silikonschicht, die Sika-Schicht da innen drin, löst sich so ein bisschen ab und sie ist nicht mehr dicht. Also speziell das Fenster hier, da tropft es richtig rein, wenn eine Welle drüber kommt und auch bei Regen mittlerweile. Hier, die lösen sich auch schon ab. Also wir reißen die alle nochmal raus, die ganze Fensterfront, und kleben sie nochmal neu ein. Und wir machen das mal besser als beim ersten Mal einkleben. Da haben wir nämlich einen kleinen Fehler gemacht. Das hat es bis jetzt gehalten, aber jetzt muss es neu. Aber es ist eine Riesenaufgabe. Aber sonst können wir nicht segeln. Das muss einfach dicht sein. Jo, es wird auf jeden Fall räudig. Das dauert. Es sind jetzt 12 Tuben Sika und die kosten entspannte $300. Ziemlich teuer hier. Ja, aber was muss, ne? Also die löst sich eigentlich schon extrem stark ab. Die ist eigentlich nicht mehr dran und das wird immer schlimmer. So. Raus, ohne sie zu brechen, jetzt am besten. Ja, fahr da mal rein. Puh. Wir haben jetzt gerade das Problem entdeckt, wieso es nicht gehalten hat. Und zwar lag es gar nicht am Sika. Das Sika hat perfekt gehalten und hält immer noch Bombe. Ja. Das war jetzt auch gar nicht leicht abzubekommen. Aber hier ist so eine spezielle Schicht auf der Scheibe, die UV-beständig sein soll. Und die hat sich von der Scheibe gelöst. Das war quasi ein so ein Rahmen, genau an der Stelle, wo das Sika drauf ist. Der hat nicht gehalten, Also komplett abgelöst. Blöd. Ja, aber ist auch irgendwie gut, weil wenn wir jetzt ohne die Geschichte komplett abmachen, dann hält es hoffentlich ganz. Also, es ist halt jetzt einfach nur Arbeit. Ja, das muss man jetzt alles schön. Boah, ey. Scheiß Silikon. Das ganze Silikon hier vom Rahmen lösen. Ja. Ha. So, das Gröbste ist schon mal weg von der einen Scheibe, hat es aber jetzt schon beinahe eine Stunde gedauert. Jetzt wird sie noch abgeschliffen, dann schleifen wir die Scheibe noch kurz an und machen da alle Reste weg, putzen die und dann kommt schon neues Silikon wieder drauf oder neues Sika. Schon eine Scheißarbeit, aber nicht so schlimm wie erwartet. Kommt voran. Aber wir sind noch erst bei Scheibe 1. So, die Scheibe ist abgeklebt, dass man die perfekt silikonieren kann. Das hier ist komplett abgeschliffen und eigentlich fertig. Dann machen wir noch die nächste Scheibe hier. Fangen wir mit der gleich an. Wenn die draußen ist, dann kleben wir die beiden Scheiben mal ein und dann schauen wir, dass wir die andere noch machen, dann müsste es eigentlich passen. Dann machen wir 3 von 5 Scheiben. Dann machen wir die anderen beiden drin, weil die sind echt noch gut. Aber das ist schon echt eine blöde Aufgabe hier. So, mittlerweile ist schon Abend. Die Temperatur ist jetzt auch wieder angenehmer. Und wir sind fertig mit 3 Scheiben. Also sie sind fertig zum Einkleben, beinahe. Alles abgeschmirgelt, abgeklebt. Die Scheiben sind abgeklebt. Und jetzt geht es gleich ans Kleben. Ans Einkleben. Oh, mega nice, wenn das nachher drin ist und das alles passt dann. Es muss halt passen.
geil noch. So, Sonne ist untergegangen. Zwei Scheiben haben wir noch hinbekommen. Die dritte kommt morgen früh dran. Jetzt wird noch schnell aufgeräumt. Vince geht noch ein paar Bier kaufen und dann machen wir Feierabend. Ah, Sika ist einfach eine Scheiße ist das. Mann, das macht einfach keinen Spaß. Immer alles voll geschmiert. Das ganze Deck ist voller Sika jetzt. Morgen alles wieder abkratzen. Oh. Aber die Scheibe sieht gut aus. Also, schnell aufräumen, dann Feierabend und bis morgen. So, kurze Einblendung. Jährlich landen nämlich 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Plastik in unseren Weltmeeren. Deshalb haben wir euch unten in der Videobeschreibung mal ein paar Organisationen, Firmen, Instagram-Kanäle verlinkt, die sich mit dem Erhalt des Ozeans beschäftigen. Da sind unter anderem die Coral Gardeners dabei, die Korallenpflanzen und wo man Korallen adoptieren kann. Sehr coole Sache. Andere Firmen, die Plastik sammeln und Armbänder draus machen. Oder Godbag. Godbag ist eine Firma, die aus Ozeanplastik hochwertige Taschen und Rucksäcke und andere kleine Accessoires macht. Aus 4 Kilogramm Ozeanplastik wird ein so ein Rucksack. Der ist komplett wasserfest und das Coole daran ist, es entsteht ein Produkt, das sehr hochwertig ist. Das ist nicht etwas, was nachher wieder zum Müll wird oder was nachher wieder weggeschmissen werden muss, sondern es ist ein Produkt, das sehr langlebig ist und, wenn man ein bisschen drauf aufpasst, ein ganzes Leben lang durchhalten kann. Dieses Prinzip des Upcyclings ist, finde ich, super cool und deswegen haben wir ab jetzt eine kleine Kooperation mit Godbag. Mega cool, wir haben eine große Tasche und einen Rucksack. Ich teste die jetzt eigentlich schon seit 3 Wochen täglich. Bin mega zufrieden. Von Filmphilosophie bis Tragekomfort, cooles Teil. Deswegen empfehle ich es auch gerne weiter. Also, wenn du jetzt noch kein Weihnachtsgeschenk hast, schau doch mal unten in die Videobeschreibung. Da habe ich euch den Link auch von Godbag hinzugefügt. Ist, denke ich, ein super cooles Weihnachtsgeschenk und einfach, man macht auch was Gutes für die Ozeane. Das war's schon wieder. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Guten Morgen zum nächsten und hoffentlich letzten Arbeitstag. Wir haben die Scheibe jetzt schon eingeklebt hier, die letzte Scheibe. Die anderen sehen auch gut aus, sind schon wieder frei. Also warten wir jetzt nur noch, bis es komplett trocken ist, ziehen alles ab und machen nochmal ein paar gescheite Fugen. Dann ist es aber fertig. Heute geht es jetzt noch an Motorölwechsel und wir müssen noch eine Fuhre Wäsche waschen und den Motorölwechsel wollen wir auch noch machen. Das steht noch an. Ansonsten wird nur noch Bootsputz, einmal Dampfstrahlen und dann, das können wir auch morgen machen mit den Jungs, weil morgen kommen schon unsere beiden nächsten Mitsegler. Wird es eine Jungsrunde, mal schauen, wie das wird. Ich glaube, ich wird ziemlich cool. Wir machen auf jeden Fall ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Segeln. Haben uns das vorgenommen. Mal schauen, ob wir es auch schaffen. Jetzt geht's an den Motorölwechsel. Vince hat noch gerade eine neue Pumpe gekauft, weil wir die alte Pumpe verloren haben. Die packen wir nämlich immer in so eine Mülltüte, damit sie nicht so ölt. Und wir haben wahrscheinlich die Mülltüte weggeschmissen. Aber passiert. Jetzt auf jeden Fall geht es mal mit dem großen Motor los. Schauen wir, dass wir da... Heute raus, nein. Genau. Während Tim den Ölwechsel vom Volvo gerade macht, habe ich den Dingy-Ölwechsel gemacht, ist auch schon fertig. Steht wieder zusammengebaut da. Neues Getriebeöl einmal.
das war das hier. Und neues Honda Motoröl. Jetzt ist der auch wieder fit. Und genau, dadurch, wir benutzen das Ding hier wirklich sehr viel, wenn wir so unterwegs sind mit Gästen. Genau, ist einfach das Hauptfortbewegungsmittel und da tut so ein Motorölwechsel mal wieder gut. Der letzte ist in Panama. Seitdem sind schon wieder einige Fahrstunden gewesen. Genau. Und Tim füllt gerade noch das Öl ein vom Volvo. Und dann sind wir auch schon fertig mit den To-Dos für heute. So, jetzt ist die Sonne hier auch wieder am Untergehen. Viel geschafft, aufräumen aber gar nicht mehr. Das machen wir dann morgen, wenn die Mitsäcker da sind. Die Scheiben schauen auch super aus, die sind richtig, richtig gut eingeklebt. Motorwechsel ist auch gut, dass der geschafft ist. Dann haben wir da einfach keine Probleme, dann läuft die Kiste einfach rund. Da passiert dann kein Unglück. Ich bin jetzt mal mega gespannt, wie die nächsten zwei Wochen werden, mit den nächsten zwei Mitseglern. Es wird sicherlich ganz anders, es wird einfach eine Jungstruppe, da passiert anderes Zeug. Hier Aufgaben jetzt hier eigentlich alle geschafft, aber es hat heute wieder lange gedauert und wir machen jetzt noch ein paar Videos fertig, dann können die morgen raus und wir sind wieder gut zum Abhauen. Wir hauen hier echt wirklich komplett ab von der Zivilisation und genießen einfach nur Dinge zu machen. Wir haben keine Lust mehr rumzusitzen, sondern wir wollen einfach uns die Beine vertreten und Sachen erleben. Da sind wir hier an einem sehr guten Ort. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere doch hier unseren Kanal oder klicke hier auf ein zufällig für dich ausgewähltes Video. Ciao!